ready beim Minigolf spielen. Kommt da auch schon. Na Freddy, freust du dich schon? Ja, wie man gut sehen kann, verhungert der Ball. Der Bär hat noch nichts gefrühstückt. Oh, super Schlag. Nope. Ja, Freddy will mir eine Chance geben, hat er gesagt. Oh, gekommen. Wieder anfangen zu spielen. Freddy auf der Bahn 3. Ich habe mit 3 Schlägen vorgelegt. Mal gucken, wie es hier so läuft. Ja, okay, das lief schon mal besser für Freddy als für mich. Dann zeig mal, was du drauf hast. Bahn 4. Ah, Freddy startet schon mal genauso gut wie ich mit meinen 7 Schlägen, die ich gebraucht habe. Wenigstens hat Freddy Spaß dabei. Naja, auch ein blinder Huhn oder Bär wohl eher gesagt, findet auch mal einen Korn. So, jetzt haben wir so eine ähnliche Bahn wie gerade. Mit Vulkan. Welche Phase, Freddy? Oder willst du mir nur eine Chance geben? Na, überleg mal. Ich bin wieder im Geschäft, ich komme ran.
Eigentlich als ich. Er sah genauso aus wie mein erster. Hast du gut abgeguckt. Wenn du die nächsten auch so machst, dann bist du Profi. Ja, also hier für euch, ne? Das war jetzt angeblich der zweite, aber wir haben hier schon richtig viel zusammengeschnitten und eigentlich ist das schon der fünfte Durchgang und der 38. Versuch. So, Bahn 7, Freddy legt vor. Hängen geblieben am kleinen Hindernis. Ah, das sieht schon mal. Ah, nicht wieder zurück. Ah, sieht gar nicht so schlecht aus. Komm, ich mach hier den Sack zu. Alles wegen dem heimlichen Training in der Nachtschicht. Das ist Freddy an der Bahn am Start. Mal gucken. Er nimmt Maß. Boah. Alter Schwede, ganz schön knapp der Schlag. Jetzt will er es mir aber wieder zeigen. Ich glaube, die eine Bahn davor hat er mir extra mal eine Chance geben wollen wieder. Der war knapp. Ah, fast wäre noch reingekommen. Ja, kann man nichts machen. So, Bahn 9. Die sieht eigentlich ganz leicht aus, ich zeige euch das mal hier. Allerdings sind in der Mitte hier noch so kleine Erhöhungen mit eingebaut, die man jetzt hier gar nicht so gut sieht. Kleine Kanten da, wo der Freddy gerade drauf zeigt zum Beispiel, die sind hier vorne auch noch mal vom Loch. Und man muss erstmal um die Ecke kommen, ne Freddy? Gar nicht so einfach. Oh, schöner Schlag aus der Hüfte. Der Maß, ja, ganz solide, drei Schläge. Ja, nicht nur ganz so wie geplant, aber läuft schon. Ja, solide 2, das geht doch. Easy peasy. Ich bin mit einem Schlag erstmal ganz gut vorgelegt, aber der Freddy, der hat Übung, der kriegt das auch hin, glaube ich. Oh, ein bisschen zu stark, aber er kommt noch, ah, fast. Überambitioniert. Alles wird gut, Freddy, kannst du dir leisten, Mann. Ist ja auch mal ganz gut. Tolle Map, warte mal, schlag noch nicht, ich zeig den Leuten mal hier, wie es so. So, da muss man rein, hinten ins Herz, mehr oder weniger. So, Freunde, jetzt kannst du. Das ist gar nicht so leicht, der muss genau da an der Seite hoch. Ja, eine solide 2, also. Kann man sich schon mal, kann man nichts sagen. Das sehe ich gekonnt. Ja, ich würde mir zeigen, was ich mache.
festen Stadt. Ich glaube das nicht. At this moment that he knew he fucked up. Ja, schlecht. Also bei der Bahn jetzt wäre ganz gute Chance für Freddy wieder aufzuholen und in Führung zu gehen, weil ich einfach unfähig war. Naja. Freddy bleibt auch erstmal direkt am ersten Hindernis hängen. Ja, schöne Technik. Nope. Oh. Oh. Der war knapp. Na, Freddy, zu viel Kraft eingesetzt. Solide 4, immer noch besser als ich. So, für dich, Freddy, und auch für die Leute, kleiner Zwischenstand. Es steht genau unentschieden. 38 zu 38 Schlägen. Wir haben noch 5 Bahnen. Jetzt geht's um die Wurst. Freddy fängt an. Boah, knapper Schlag. Cool, hat fast noch einen. Die 2 erstmal vorgelegt. Freddy hält direkt den Druck hoch, würde ich sagen. Alles offen, keine 7 läuft. Freddy ist wieder dran und hat wieder Schlag. Ihr seht ja immer die Bahn eigentlich nur geradeaus, aber überall zwischendurch sind so kleine Hindernisse hier. Ja, Freddy war so aggressiv, hat gleich mal den ganzen Ball aus der Bahn gehauen. Ja, schön durch, ja, wieder zurück. Freddy will eine extra Runde drehen und geht wieder zum Ausgangspunkt hin. Wenn er den vorher so angesagt hätte, wäre der wunderschön. It was at this moment that he knew he fucked up. Wäre auch zu schön gewesen. Aber immerhin, 3 ist auch noch in Ordnung. So, mal gucken, wie Freddy sich hier am Looping schlägt. Boah! Knappes Ding. Thank you.
waren 17. Hier seht ihr wieder, so ein kleiner Vulkan, wo man hier vorne durch muss. Das sieht man leider jetzt nicht ganz optimal. Schön durch. Und das nur, weil ich ihn den scheiß Ball platziert habe. Was für ein Trottel ich bin. I always come back. Nope. Oh, keine schlechte Ausgangsposition. Nope. Da merkt man die Frustration. Solide 3. Damit habe ich das Spiel verloren. Außer Freddy haut alle 7 daneben und macht ihn gar nicht rein. So, Freddy Chance, das Spiel zuzumachen. Ja, das war natürlich ein ganz solider Schlag. Da jetzt drauf zu hoffen, dass er noch 5-mal verschlägt, ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich. Oh, da ist der Erste. Das Nervenflattern geht los. Ah, aber der Dritte war solide drin. Ja, herzlichen Glückwunsch, Freddy. Herzlichen Glückwunsch, Freddy, zum Sieg. Hier nochmal der Endstand. Freddy gewinnt mit 4 Punkten Vorsprung.